Hallo, liebe Freunde. Heute machen wir zur Abwechslung eine kleine Wanderung. Wir starten dazu auf dem Parkplatz von Aldi in Neuhof und laufen eine kleine Runde von etwa 4 Kilometern. Der Titel der Runde lautet Auf der Autobahn. Warum das so ist, werdet ihr gleich sehen. Nach ca. 200 Metern überqueren wir die Kemmete an einer Stelle, an der sie in die Fliede mündet. Wir laufen ein kurzes Stück an der Fliede entlang und unterqueren das Bahngleis, das zum Kaliberg führt. Gleich danach schwenken wir rechts ein. Irgendwo drückt der Schuh. Und weiter geht's. Diese Sperrung ignorieren wir. Hoffentlich kommen wir trotzdem durch. Kein Problem. Es ist Sonntag. Die Baustelle wird sowieso nicht benutzt. Und wir kommen einwandfrei auf die Straße, die wir überqueren müssen. Eine Geschäftsauslage mit Geschenkartikeln und Geschirr bremst unser Vorwärtskommen. Vorbei am Sportplatz führt uns ein Fußweg durch die Häuser von Neuhof. Nach ca. 1,6 Kilometer unterqueren wir die Bahnlinie. Und wir nähern uns dem künstlich aufgeworfenen Autobahntunnel. Wir erklimmen den Tunnel. Und jetzt erklärt sich auch der Titel unserer Wanderung. Auf der Autobahn. Denn wir laufen auf dem Gipfel des Autobahntunnels immer entlang der Autobahnstrecke. Hier an dieser Spitzkehre haben wir ungefähr die Hälfte der Strecke hinter uns. Auf dem Kamm des Tunnels nähern wir uns wieder dem Städtchen Neuhof. Unten im Tal, in der Aue, fließt die Kalbach, die aus Niederkalbach, Mittelkalbach und Oberkalbach kommt. Wenn die bunten
wohl übers Meer. Wollen wir ferne Lande sehen, fällt der Abschied uns nicht schwer. Der Kaliberg ist heute ganz in Dunkel gehüllt. Wegen der Regenfälle der letzten Tage ist es salznass und dunkel. Sonnenschein ist unsere Wonne. Kilometer 2,79. Wir erreichen den Bahnhof von Neuhof. Unter den Bahngleisen hindurch führt uns eine Unterführung zur Stadt. Vorbei an der Tennis World nähern wir uns wieder unserem Ausgangspunkt. Wir erreichen das Ufer der Fliede. Weit kann es nicht mehr sein. Du bist gleich am Ziel. So, liebe Freunde, nach knapp 4 Kilometern ist unsere kleine Wanderung beendet. Wir hatten noch schönen Herbstsonnenschein und es hat richtig Spaß gemacht, vom Damm aus das Örtchen Neuhof zu betrachten. Ich hoffe, wir können noch einige Herbstwanderungen oder Radfahrtouren machen und wünsche euch bis dahin Tschüss und Ade, alles Gute. Und hier die Route nochmal in der Animation. Mir steckt's auch im